sich, dass er das schwarze Schaf wird, war nicht seine Absicht. In Polen geboren und groß geworden, jeder normale Vater wäre für seinen Sohn gestorben. Aber dieser Vater nicht, für jede Lüge oder ein falsches Wort hat er sofort einen Schlag gekriegt. Alles, was er sich wünschte, bekam er nicht. In den Sommerferien sah er sogar nicht mal das Tageslicht. Es machte ihn fast wahnsinnig und er fragte sich: Ist es fair, wie das Leben meine Karten mischt? Aber das war es nicht, egal wie hart es ist, er sagte zu ihm: Ich glaube nicht, dass du mein Vater bist. Er musste Lügen verbergen, wenn sie rauskam, musste er einen Stock holen, um damit verprügelt zu werden. Aus der Schule gute Noten nach Hause gebracht, trotzdem hat Vater immer miese Laune gehabt. Zu jung, um zu begreifen, was da geschieht, es kam auf der Gedanke: Hat Papa mich lieb? Ganz sicher nicht. Familie tat nichts dagegen, aber jeder von denen hat es mitgekriegt. Er wollte immer nur von zu Hause weg. Für jede verspätete Minute gab es einen Tag Hausarrest. Er dachte sich nur: Irgendwann lauf ich weg. Und dann war klar, dass er bald das Haus verlässt. Er lag am Boden, doch er steht wieder auf. Und jetzt nimmt das Leben seinen Lauf. Er lag am Boden, doch er steht wieder auf. Und jetzt nimmt das Leben seinen Lauf. Verlassen und bereit, endlich was aus sich zu machen. Erst jetzt kann er seine Träume verwirklichen. Ein ganz anderes Leben mit ganz neuen Bedürfnissen. Er ging für andere klauen und kam auf die schiefe Bahn. Sie wollten alles haben, aber ihn bloß Liebe zahlen. Es kam, wie es musste, Anzeigen stapelten sich. Kurz darauf hat er dafür die Strafe gekriegt. Im Knast zeigten Freunde ihr wahres Gesicht. Nur ein Brief von seinem Besten, mehr bekam er dort nicht. Aber dann kam die Erleuchtung und der Wendepunkt. Endlich war er bereit für eine Veränderung. Im Gefängnis hat er dann seine Lehre gemacht. Er war schon immer schlau, aber hat nichts im Leben geschafft. Durch sein Vater hat er immer Barrieren gehabt. Nach dem Aufenthalt hat sogar mit der Karriere geklappt. Er lag am Boden, doch er steht wieder auf. Und nun nimmt das Leben seinen Lauf. Er erhebt die Faust, geht nicht drauf, steht jetzt auf. Er lag am Boden, doch er steht wieder auf. Und nun nimmt das Leben seinen Lauf. Er erhebt die Faust, geht nicht drauf, steht jetzt auf. Sein Leben sich. Er ist jemand, der nicht gern über das Leben spricht. Kein Kontakt mehr zu seinen Eltern. Ihm ist egal, ob sie reichlich Geld haben. Er ist alleine und denkt sich: Das mache ich schon. Seine zwei Schwestern haben vom Papa alles bekommen. Er musste von ganz neu beginnen. Aber jetzt weiß er, wer seine wirklichen Freunde sind. Endlich gab's etwas Positives in dieser Welt. Er zog von ihr weg, ganz alleine nach Bielefeld. Jetzt macht er reichlich Scheine. Und trotzdem ist er immer noch die meiste Zeit alleine. Nun lebt er sein Leben auf seine Weise. Und schon bald hat er eine Frau an seiner Seite. Damals wäre er fast gestorben. Kein Essen, keine Wohnung. Und jeden Tag nur Sorgen. Jeden Tag musste er sich das besorgen. Trotzdem ist aus ihm was geworden. Jetzt hat er Geld, eine Frau und Perspektive. Erst jetzt ist ein starkes Herz zufrieden. Gedanke, doch er ist wieder aufgestanden. Erst war es nur ein Traumgedanke, doch er ist wieder aufgestanden. Das war mein Leben. Ich lag am Boden, doch ich bin wieder aufgestanden. Egal wie hart es ist, du darfst im Leben nie aufgeben. Glaub an dich.